Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute geht es weiter beim Golf 8 GTI Clubsport. Wir haben nämlich die Arbeiten fürs TÜV-Gutachten fertiggestellt und wir zeigen euch heute, was wir alles gemacht haben. Da wir wieder top vorbereitet sind und ich hier nur 98 Oktanreste drin habe vom Conti-Tuning-Tag, fahren wir jetzt erstmal zur Aral. Autowaschen wollten wir eigentlich auch, aber hat jetzt auch noch angefangen zu regnen. Wenn läuft, dann läuft, ne? Also, ich kann euch aber in der Zwischenzeit ein bisschen was erzählen. Wie man hört, der Klang ist schon ein bisschen sonorer geworden. Wir haben hier eine H&S Downpipe drin und eine DTH Klappenanlage. Klappenanlage hat eine Steuerung von ASR, die über den Campus läuft, ist auch komplett TÜV-konform. Und man muss echt sagen, also so bei normaler Fahrt ist die Anlage mit der Downpipe echt angenehm zu fahren, muss ich sagen. Die guckt auch, welchen Drive-Modi ich hier habe, ob ich jetzt im Komfortmodus oder im Sportmodus mache. Ich habe jetzt den Sportmodus an, das ist natürlich ein bisschen lauter. Aber in dem Bereich, wo die Geräuschmessung am TÜV gemacht wird, also diese Vorbeifahrtsmessung, geht die Klappe auch automatisch zu. Und bei der Standmessung, also wenn man ein Auto ganz normal startet, ist die auch in dem Bereich, wo gemessen wird, auch leiser. Und es ist auch wirklich angenehm zu fahren. Aber trotzdem, wenn man mal richtig durchzündet, kommt auch richtig hinten was raus. Also das ist schon. Nachher, wenn der mal warm ist, können wir mal gucken, wir haben hier dieses Soundtuning, was wir haben, dieses Schubknallen, habe ich in der Software unverändert gelassen und es ist trotzdem schon wirklich ordentlich laut und dafür, dass das alles legal ist, ist das schon echt eine coole Sache. Also in dem Bereich ist leise, wir können auch komplett auf Komfort schalten, dann ist die sowieso eine ganze Zeit die ganze Zeit eigentlich leise. Ja, was haben wir beim TÜV-Gutachten alles gemacht? Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einfach nur eine Stage 1 einzutragen mit 294 kW, das sind so ziemlich genau 400 PS. Und die zweite Variante ist dann unsere Stage 2 mit 335 kW, das sind dann 455 PS. Und da kann man dann entweder die komplette Kombination von Downpipe, Abgasanlage, Revo-Ladeluftkühler und Revo-Ansaugung verbauen oder auch nur einen Teil von den Teilen. Da hat man natürlich ein paar PS weniger. Aber man kann auch, wie gesagt, die komplette Kombination verbauen. Die Teile sind alle untereinander geprüft worden und deswegen kann man die auch in dieser Kombination komplett eintragen lassen. Bei der Downpipe haben wir eine HJS Downpipe genommen, die auch sowieso schon eine ECE-Genehmigung hat. Da ist ein größerer OPF drin und natürlich ein vernünftiger Cut. Und bei der Abgasanlage bin ich wieder an meinen Kumpel Tobi gegangen, Firma DTH, Tobias Hesse. Der baut unheimlich schöne Abgasanlagen, wo er auch für alle Anlagen und alle Varianten mittlerweile ein Gutachten gefahren hat. Und ja, die Anlagen nennt der Reaper, kennt der eine oder andere bestimmt. Und bei der Ansaugung beim Ladeluftkühler ist unsere Wahl dann diesmal auf die Firma Revo gefallen. Macht auch unheimlich gute Sachen von der Qualität her und auch vom Wirkungsgrad her. Und wir haben das Auto ja letztes Mal gemessen im Serienzustand, nur mit Software. Da sind wir ja auch im Prüfstand so auf knapp 420 PS gekommen, glaube ich. Und gleich, wenn wir ja mal hier frisch getankt haben, stellen wir das Auto nochmal im Prüfstand und zeigen euch dann mal, was so die ganzen Hardware-Umbauten noch zusätzlich an Leistung gebracht haben. Und ja, bin ich selber auch noch gespannt, wie gut der mittlerweile läuft. Ich habe zwischendurch noch mal ein paar Sachen geändert und dann sind wir beim TÜV gewesen. Ja, und Auto ist schon unheimlich schnell, muss ich sagen. Nachteil bei uns ist, es ist jetzt ein 24er Modell, wir können immer noch das DSG noch nicht programmieren. Da könnte man natürlich allein über die Drehzahl oben raus noch ein bisschen Leistung holen. Und man hätte auch beim Schalten ein bisschen bessere Anschlüsse. Aber trotzdem, gegenüber der Serie ist unglaublich, wie zügig so ein Auto geworden ist. Nur durch diese überschaubaren Änderungen.
Also hier steht auch schon drauf, 98 Oktan, mindestens 95, also 98 wird empfohlen. Wir empfehlen natürlich immer 100 oder 102 Oktan. Manche tanken Shell, weil sie so einen Club-Smart-Deal haben. Da kriegst du dann 100 Oktan zum Preis von einem 95er. Und, aber ich tanke grundsätzlich immer nur Aral, weil man auf dem Prüfstand schon zwischen dem 100 und dem 102 Oktan sieht man nochmal Unterschiede. Aber generell, ich würde immer guten Kraftstoff tanken, speziell jetzt Shell oder Aral. Weil bei anderen Tankstellen, da weiß man wirklich nie, was drin ist. Also ich habe auch schon von LKW-Fahrern gehört, wo die LKWs nicht verblombt sind, dass die da mal eben 4000 Liter abzapfen und dann Wasser reinpumpen. Und das landet dann natürlich auch bei der Tankstelle im Tank. Deswegen kauf lieber Markensprit. Ihr habt auch nicht so viel Verkokung vom Sprit. Der Sprit verbrennt sauberer. Und man tut dem Auto wirklich keinen Gefallen damit, wenn man da irgendeine Blöcke tankt. Man spart da am falschen Ende, weil der Verbrauch geht auch hoch. So. Ja, Gutachten ist natürlich nicht nur für einen Golf, sondern wir haben natürlich die ganze Fahrzeugpalette abgedeckt, wo der Motor auch verbaut ist. Unter anderem haben wir da den S38Y, den TTS, T-Roc Air, Golf Air, Golf Air Variant, Arteon, heißt der Arteon oder Arteon, ich verwechsel das immer. Ja, die Autos sind alle mit im Gutachten mit drin. Also wir haben da eine wirklich breite Produktpalette mit abgedeckt und ja, ich hoffe mal natürlich, dass sich das auch irgendwie bezahlt macht, ne? Dass da mal ein paar Kunden kommen. Ich denke mal so, heutzutage ist das ja wirklich so, klar, wir machen Software für alle Autos querbeet, aber man geht ja trotzdem hin und spezialisiert sich auf ein paar Modelle und auf diese paar Modelle, dafür machen wir natürlich auch ein Gutachten an. Weil man muss halt Geld ja, was man für ein Gutachten ausgibt, auch irgendwann mal wieder rausbekommen. Ja, also heutzutage, wenn man jetzt ein Gutachten macht, also das nächste Projekt ist dann bei uns hier Hyundai i20N. Ja, 15.000 bis 20.000 Euro sind für so ein Gutachten immer weg. Ne? Und da muss man natürlich auch gucken, wie viele Autos macht man davon in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren. Da muss ich ja alles irgendwo auch wieder rechnen. Wir waren mit dem Auto letztens in Hannover, Conti Tuning Tag und mit dem Sport Kontakt 7 und da habe ich natürlich auch irgendwo einen direkten Vergleich mal wieder gehabt zum Hyundai i30N und gut vom Fahrwerk her, der i30N hatte einen ST XTA Plus 3 drin, wo man noch die Zugstufe High und Low Speed verstellen kann, das ist natürlich schon mal von Haus aus ein bisschen straffer. Hier ist eine normale V3 drin, das Fahrwerk funktioniert wirklich richtig, richtig gut, aber für mein Empfinden ist er noch so ein bisschen zu weich. Ist halt ein Fahrwerk so für ein Daily, ja. Wenn man jetzt natürlich so ein reines Track-Tool bauen würde, ja, würde man hier irgendwie Clubsport V4 oder so reinmachen, weil halt einfach nochmal vom Feedback her nochmal eine Nummer besser ist. Aber so Auto macht unheimlich viel Spaß und ich denke mal, man kann mit so einem Auto auch einen unheimlich guten Spagat schaffen zwischen einem schnellen Daily und trotzdem einem Track-Tool, was trotzdem unheimlich viel Spaß macht, ja. Und ich denke mal, das kriegt man mit so einem Golf ja ganz gut hin. Den Allradantrieb, den vermisse ich auch nicht wirklich. Mit so einem Auto irgendwie an der Ampel launchen und dann 0 auf 100 messen, interessiert mich eh nicht. Das ist eher so ein Auto, ja, täglich damit fahren, zu Weg zur Arbeit mal einkaufen fahren und dann vielleicht am Wochenende mal irgendwie auf eine Nordschleife fahren. Also das Auto kann einfach alles. Dann haben die auch echt gut hinbekommen bei VW, muss ich sagen. Ja. Sportmodus ist ja schon spürbar lauter. Ist schon vom Klang her alt. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber hast du das gehört? Ja, ja. Boah. Das macht schon richtig laut. Ja. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Weil du kannst wirklich Piano und dezent damit unterwegs sein. Aber wenn man will, kann man auch richtig die Sau rauslassen. Also das ist so mein Ding. Also man kann wirklich damit wirklich dezent unterwegs sein und unauffällig. Also finde ich echt gut.
Und vom Sound her ist natürlich ist geil. Ja, die Ansaugung hört man natürlich auch deutlich. Ne? Ist eine offene Revo-Ansaugung. Aber die ist jetzt auch nicht zu übertrieben laut. Es gibt ja auch Ansaugungen, die extrem laut sind. Aber so Strömungsgeräusch heißt auch eigentlich immer, entweder Querschnitt zu klein oder zu viele Stufen drin. Und das ist hier nicht der Fall. So, mal einmal durchzünden hier. Ich würde sagen, mach jetzt einfach mal wieder hier auf leise. Genug geknallt hier. Ich glaube, die Downpipe macht aber auch unheimlich viel aus, gerade was den Sound angeht. Nur mit der Abgasanlage hat man zwar also ein anderes Klangbild, ja, aber dieses Schubknallen, das ist mit der Serien-Downpipe bei weitem nicht so laut wie jetzt mit der HJS-Downpipe. Also die macht echt einen riesen Unterschied vom Klang her aus. Also ich finde es echt krass, was da hinten rausgefeuert kommt und dafür, dass das alles legal ist. Ja gut, wenn man im normalen Modus fährt, ist das Ding halt wirklich zivil. Ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt eben zurück zur Firma, packen ein Auto mal eben auf die Bühne, können wir euch mal alles nochmal im Detail zeigen. Und dann machen wir abschließend noch eben eine Leistungsmessung. Und dann sind wir für heute durch. Ja, im Motorraum sieht man natürlich jetzt nicht so viel. Wir haben einmal hier die Revo-Ansaugung mit dem offenen Filter. Dann haben wir noch ein Turbo-Inlet hinten drin. Und von dem Ladeluftkühler sieht man natürlich jetzt nichts. Da müssten wir sonst eher die Schütze abbauen, aber das sparen wir uns jetzt. Mit kompletter Ladeluftverrohrung, die ist auch im TÜV-Gutachten mit enthalten. Und ich würde sagen, ich fahre den mal eben einmal hoch, dann gucken wir einmal unten drunter. Wir haben einmal hier die HJS Downpipe mit dem großen OPF, der Cut ist natürlich oben drin, passen alle originalen Sensoren 1:1 rein, da muss man auch keine Diagnosen in der Software ändern, das ist einfach Plug and Play. Und dann kommen wir hier hinten einmal zu der Abgasanlage, ist eine DTH Reaper V4, wie der Tobias die nennt, ist eigentlich schön aufgebaut. Ich habe einmal hier die Seite, die direkt frei rausgehen würde, da sind zwei Klappen hintereinander. Ich gehe mal davon aus, zwei Klappen, damit die einfach dichter sind, weil zwei Klappen sind immer dichter als eine Klappe. Und ja, wenn die Klappe zu sind, muss das Abgas einmal hier durch den Schalldämpfer, wie man hier an der Verfärbung sehen kann, wird es da hier auch eine Kammer geben. Und deswegen ist das Fahrzeug auch bei geschlossener Klappe so unheimlich leise. Ja? Wenn Klappe offen ist, dann hat man im Prinzip nur die Downpipe und dann ist komplett Durchzug. Wir haben hier die Variante genommen mit den matt-schwarzen Endrohren. Finde ich persönlich noch mal ein bisschen schöner als die verchromten Endrohre, weil die sich dann von der Serie ein bisschen absetzen. Bei der Anlage, also was richtig gut gelöst ist, die ganze Einstellerei. Ne? Also ich habe zwar mal zwei Schellen hier, da kann ich die Endrohre im Abstand schon mal einstellen und im Winkel. Dann kann ich natürlich hier einmal einstellen den Winkel von dem Rohr. Kann im Prinzip so machen, dass es wirklich parallel zu dem anderen Rohr ist. Und wir können dann nochmal hier an der Stelle und mit dem Bogen hier vorne kann man nochmal den kompletten Abstand auch nochmal einstellen. So, dass wirklich nichts klappert, keins von den Rohren irgendwie unnötig weit nach unten runterhängt, dass man irgendwo mal hängen bleiben könnte. Also das ist eine echt schöne Lösung. Ich glaube, hier geht gerade die Welt unter. Das ist ein kleines Gewitter, ist richtig am Donnern. Wir gehen jetzt auf den Prüfstand dann doch noch mal ein bisschen mit. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Sportmodus einstellen hier und ESP aus. Ja, Lane Assist, Front Assist. Ich finde halt an dem Auto echt nervig. Diese ganze Bevormundung, die man immer hat, hier mit den ganzen Assistenten.
Das hat jedes Mal Zündung aus, an und das ganze Zeug ist wieder aktiviert. Also, ab Werk. So, von mir aus können wir starten. Und los. So, waren so 1,8 bar, wie vorher auch. Jetzt können wir gleich schön Vorher-Nachher-Vergleich sehen, was jetzt hier die ganzen Hardware-Änderungen gebracht haben. Ja, perfekt. Zieht kein bisschen Zündung, 0,0. Von 11,5 Grad Zündung oben raus. War 1,8 bar am Drehzahlende. Denkt man, werden auch so 580 Newtonmeter ungefähr sein. 452 PS, 572 Newtonmeter, können wir noch eine Messung hinterher machen. PS haben wir und 582 Newtonmeter. So, wir gucken uns das mal eben am Bildschirm an, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Wir haben jetzt um die 50 PS mehr oben raus, nur durch die ganzen Hardwareänderungen. Haben natürlich auch hier mit fast 557 PS die TÜV-Angabe genau auf den Punkt getroffen. Also 455 PS geben wir ja an. Und Drehmoment liegt jetzt hier bei 580, 582 Newtonmeter. Leistungsmäßig müsste man sagen, wenn man jetzt das Getriebe hier noch programmieren könnte, dann könnte man natürlich hier den Drehzahlbereich noch ein bisschen erweitern. Da würden wir wahrscheinlich so auf 465, 470 PS kommen, wenn man den mit 7 drehen könnte. Aber das ist schon mal hier auf jeden Fall eine Hausnummer, was wir hier haben. Drehmoment hier im mittleren Bereich, da sieht man natürlich, da ist ein kleiner Eingriff vom Getriebe wahrscheinlich. Also wenn man die Getriebe mal irgendwann machen kann, dann kann man da auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Bei den älteren, ich sag mal so bis Mitte 23, die Getriebe, die könnte man alle machen. Da haben wir bei den älteren welche gemacht, aber wie gesagt, bei dem hier, der ist zu neu, da kommt man im Moment ins Getriebe nicht rein. Ja, wenn ihr Bock auf so einen Umbau habt, seid ihr bei uns natürlich richtig. Wie gesagt, Audi S3, TTS, T-Roc R, Ateon, Ayaton, keine Ahnung, Golf R-Variant, GTI Clubsport. Die ganzen Varianten haben wir abgedeckt mit dem Gutachten. Ihr könnt bei uns auch die ganze Hardware kaufen. Wir machen die Revo-Ansaugung und Ladeluftkühler mit der Vorhung und dem Intake. Könnt ihr bei uns bekommen. Und wir verkaufen natürlich auch die HJS Downpipes in Verbindung. Wer möchte, natürlich auch mit der DTH Reaper Abgasanlage. Könnt ihr alles bei uns bekommen, können wir einbauen. Können dann hier die Abstimmung machen und alles direkt auch eintragen. Und dann habt ihr eine schöne... Ein schönes Rundumpaket, seid legal auf der Straße mit unterwegs und ich denke mal, das macht auf jeden Fall ordentlich Spaß, das Auto. Eine 100-200 Messung habe ich jetzt nicht gemacht. Ich gehe mal davon aus, das Auto wird so um die 8,5 Sekunden ungefähr, vielleicht 8 Sekunden 100-200 machen. Könnte ich eigentlich demnächst mal nochmal irgendwie so einen Wert nochmal nachschieben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.